Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von City Arkaden Klagenfurt TV. In wenigen Tagen, genauer gesagt am 14. Februar, ist ja wieder Valentinstag. Was schenkt man heuer? Das wollen wir heute herausfinden und vielleicht können wir ja sogar mit dem einen oder anderen Geschenktipp behilflich sein. Hallo Mädels und Burschen, wir sind auf der Suche nach den besten Valentinstagsgeschenktipps. Naja, wenn man ihr in die Zeit schenkt und etwas mit ihr macht, dann ist sie eigentlich eh schon zufrieden. Wenn man eine Kleinigkeit dazu gibt, dann passt das eigentlich schon. Ein junger Mann, der sich Blumen anschaut, wenn das mal nicht für die Freundin ist. Blumen, Valentinstag in knapp einer Woche. Schaust du für die Freundin? Sag jetzt nichts Falsches. Ja. Was meiner Freundin schon wird mir gedacht, weil sie wohnt weiter weg, gell? Und die Blumen haben wir es nicht so, gell? Jetzt habe ich noch das Buch gekauft, der zweite Teil. Nothing. It's better than nothing. So they wait. Wait for what? I don't know. They wait. It works, really. Are you married? No. So, it doesn't work. Über was freuen Sie sich denn am meisten zum Valentinstag? Über Blumen. Über Blumen? Ist das Ihr Mann? Ja. Wie lange sind Sie denn schon verheiratet? 51 Jahre. Was schenkst du deiner Freundin? Also, ich bin Single. Okay, was würdest du deiner Freundin schenken? Wenn du jetzt eine gute Antwort gibst, dann bist du nicht mehr lange Single. Eine Halskette oder so. Ich will dich jetzt an die Frau bringen. Ja? Die Frauen sehen das und die sehen dann, dass du einen guten Geschmack hast. Was gefällt dir denn von dieser Auslage hier? Die goldene da? 139 Euro? Das ist schon ein gutes Geschenk für einen Valentinstag. Ja dann, liebe Frauen, wie heißt du? Adi. Der Adi, ganz ein heißer Tipp. Über was freuen Sie sich denn am Valentinstag am meisten? Über ein kleines Blumenstöckchen. Zeit schenken uns und dass der Mann sagt, gehen wir heute schön essen, lassen wir es gut gehen. Was sonst außer Blumen? Schmuck natürlich. Ein bisschen die Golden Card oder sonst was. Für mich ist meine Frau das ganze Jahr lang wichtig und da brauche ich keinen einzelnen Tag, wo ich ihr zeigen kann, dass ich sie liebe, sondern ich liebe sie 365 Tage im Jahr und ich mache ihr an jeden Tag ein Geschenk. Es wird zurzeit eine Wohnung. Eine Wohnung zum Valentinstag, das ist aber mal ein Geschenk. Ich bin aber nicht die Freundin, ich bin die Tochter. Hoppla! Ich habe gesehen, du hast Gutscheine gekauft. Valentinstag steht vor der Tür. Für wen sind die denn? Für meinen Schwiegervater, wenn man so will. Wie schaut es denn aus? Wir stehen da gerade vor dem Douglas mit einem Duft. Ist das gefährlich, der Frau einen Duft zu schenken oder wie schaut das aus? Das ist besser, sie sucht sich selber aus. Was schenkt sie euren Freundinnen? Was sind die besten Ideen? Ja, Schokolade in Herzform. Thermenaufenthalt. Romantisch mit Massage, mit Öl und so. Kerzenlicht, geht schon. Ich habe jetzt was für euch. Für den Thermenaufenthalt braucht man nämlich einen Bikini. Wir gehen jetzt zum Calzedonia Bikini schauen. Mitkommen. Also, du bekommst professionelle Hilfe. Das kann man einfach ganz normal aufhören. Ja, umso schneller ausziehen, umso besser, oder? So, das war doch ein erfolgreicher Kauf, oder? Super war das, ja. Die Dame war sehr überzeugend. Sehr gute Argumente gehabt, um den zu kaufen. So, liebe Männer, ich hoffe, es war jetzt doch der eine oder andere Geschenktipp für euch dabei. Ihr habt gesehen, auf Platz Nummer 1 ganz klar die Blumen. Es ist also nicht so schwer. Für die ganz Unentschlossenen unter euch, was immer geht, Gutscheine. Die gibt's auch hier in den City Arkaden Klagenfurt, hier erhältlich, einfach abholen. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen und vor allem stressfreien Valentinstag. City Arkaden will ich.